Sollte man dieses Glücksspiel spielen? Ja oder nein? Und wie sieht es allgemein mit Casino-Spielen aus? Diese Fragen will ich mit dir gemeinsam in diesem Video beantworten und dabei werden wir Zufallsgrößen und den Erwartungswert kennenlernen. Los geht's! Wenn wir dieses Glücksrad drehen, dann interessiert uns die gedrehte Farbe eigentlich nur zweitrangig. Viel interessanter für uns ist, wie viel Geld wir gewinnen. Uns interessiert also der Gewinn, den wir hier mal mit einem großen X bezeichnen. Und dieser Gewinn ist jetzt ein Beispiel für eine Zufallsgröße. Das ist einfach eine Zahl, deren Wert von einem Zufallsexperiment festgelegt wird. Und weil wir diese Zahl eben vor dem Durchführen des Zufallsexperiments nicht kennen, schreiben wir stattdessen einen Buchstaben. Wir nehmen einen großen Buchstaben, damit man es nicht mit einer normalen Variablen verwechselt. Die sogenannte Wahrscheinlichkeitsverteilung für unsere Zufallsgröße können wir jetzt in Tabellenform aufschreiben. Hier geben wir einfach an, wie wahrscheinlich es ist, dass unsere Zufallsgröße einen bestimmten Wert annimmt. Bei unserem Gewinn sieht das Ganze einfach so aus. Er kann minus 20 Euro betragen, wenn wir blau drehen und halt unseren Einsatz verlieren. Und das tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 ein. Er kann 5 Euro betragen, wenn wir grün drehen, was mit einer Wahrscheinlichkeit von 3/8 passiert. Und zu guter Letzt kann der Gewinn stolze 80 Euro betragen, was aber nur mit der Wahrscheinlichkeit 1/8 passiert. Die Frage ist jetzt, lohnt es sich, das Risiko einzugehen und dieses Spiel zu spielen? Man kann hier verschiedene Meinungen dazu haben. Zum Beispiel, dass man sagt, ich verliere ja zu 50% 20 Euro und nur ganz selten gewinne ich mal 80 Euro. Das ist mir zu riskant. Ich persönlich würde dieses Spiel so lange spielen, bis derjenige, der mir das Spiel angeboten hat, pleite ist. Aber warum habe ich keine Angst vor dem Risiko, in 50% der Fälle zu verlieren? Dazu muss man unterscheiden, ob ich das Spiel nur einmal spielen darf oder ganz häufig. Wenn ich es nur einmal spielen dürfte, dann würde ich auch sagen, ist mir das Risiko zu hoch, die 20 Euro zu verlieren. Aber wenn ich das Spiel beliebig oft wiederholen darf, sieht das ganz anders aus. Warum? Der Grund dafür ist, dass ich mich auf die Wahrscheinlichkeiten verlassen kann, wenn ich das Spiel häufiger mache. Was heißt das? Stell dir dazu einfach mal vor, wir spielen das Spiel 8000 Mal. Dann können wir erwarten, dass wir in etwa 4000 Mal verlieren, 3000 Mal nur 5 Euro gewinnen und ungefähr 1000 Mal die 80 Euro abräumen. Das lässt sich eben ganz einfach mit den Wahrscheinlichkeiten berechnen, die ja bei einem häufigen Wiederholen ungefähr die relative Häufigkeit angibt. Also wenn Wahrscheinlichkeit 1/2 ist, bedeutet das, bei 8000 Mal verliere ich eben in der Hälfte, also bei 4000. Das ist damit gemeint, wenn wir jetzt eben sagen, dass wir beim häufigen Wiederholen von Zufallsexperimenten uns auf die Wahrscheinlichkeit verlassen können. Jetzt ist die Frage, wie viel Euro gewinne ich denn jetzt im Durchschnitt pro Spiel? Und das kann man jetzt ganz einfach ausrechnen. Man rechnet einfach aus, wie viel Euro habe ich insgesamt gewonnen und teilt dann durch 8000 Euro. Also 4000 Mal verlieren wir 20 Euro, plus wir gewinnen 3000 Mal 5 Euro, plus 1000 Mal gewinnen wir 80 Euro. Und das Ergebnis dieser Rechnung teilen wir durch 8000 Euro und erhalten dann einen Durchschnittswert von 1,875 Euro, also ein Plus. Das bedeutet, ich gewinne im Durchschnitt pro Spiel 1,87 € und 0,5 €. Und darauf kann ich mich verlassen, wenn ich das Spiel eben häufiger spiele. Und dann ist mir doch völlig egal, dass ich zwischendrin häufiger verliere, weil ich weiß ja, irgendwann werde ich sicher wieder gewinnen und im Schnitt gewinne ich mehr Geld, als ich verliere. Diesen durchschnittlich zu erwartenden Gewinn auszurechnen ist also sehr nützlich, wenn man sich überlegt, ob man ein Spiel häufiger spielen sollte. Die gute Nachricht ist jetzt, dass man das auch viel schneller ausrechnen kann, ohne sich vorher das mit den 8000 Mal spielen zu überlegen. Dazu schauen wir uns den Bruch hier nochmal an und formen ihn etwas um. Statt alles durch 8000 zu teilen, können wir das Ganze folgendermaßen umformen. Dann steht noch da, minus 20 mal 4000 durch 8000 plus 5 mal 3000 durch 8000 plus 80 mal 1000 durch 8000. Und das kannst du selber nachrechnen, da kommt tatsächlich 1,875 wieder raus. Und wenn wir dann noch die Brüche kürzen, dann sehen wir, dass wir das Ganze allein mit der obigen Tabelle ausrechnen können. Wir rechnen hier immer den möglichen Wert der Zufallsgröße mal der Wahrscheinlichkeit, dass sie genau diesen Wert annimmt und addieren das alles auf. Also minus 20 passiert in der Hälfte der Fälle, also minus 20 mal 1/2, plus 5 passiert in 3/8 der Fälle, also 5 mal 3/8, plus 80 mal 1/8. Und auch dann kommen wir eben auf diesen durchschnittlich zu erwartenden Gewinn. In der Mathematik hat der aber einen anderen Namen. Diesen Wert nennen wir Erwartungswert von x. Und da schreibt man einfach e von x dafür.
und merkt sich, dass der Erwartungswert einer Zufallsgröße den durchschnittlichen Wert der Zufallsgröße angibt, den man erwarten kann, wenn man das zugrunde liegende Zufallsexperiment ganz häufig wiederholt. Die Frage ist jetzt, bei welchem Erwartungswert für den Gewinn bei einem Spiel würdest du sagen, dass das Spiel fair ist? Naja, logischerweise bei einem Erwartungswert von 0. Aber gibt es denn solche fairen Spiele im Casino? Leider nein. Aber wenn du den Erwartungswert jetzt verstanden hast, dann ist dir das wahrscheinlich auch schon klar gewesen. Die Spiele in Casinos sind so ausgelegt, dass der Erwartungswert für den Gewinn des Spielers negativ ist. Das bedeutet also, wenn man ein Casino betritt, verliert man im Durchschnitt Geld. Man zahlt sozusagen dafür zu spielen. Und je häufiger man das tut, umso sicherer wird man sein Geld los und umso sicherer gewinnt das Casino. Je mehr Leute kommen, umso sicherer macht das Casino einen Gewinn, weil man sich eben auf Wahrscheinlichkeiten verlassen kann, wenn man ein Zufallsexperiment häufig durchführt. Du siehst, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie Wahrscheinlichkeit und Zufall funktionieren, um gute, langfristige Entscheidungen zu treffen. Denn auch in unserem alltäglichen Leben kommen viele Statistiken und Wahrscheinlichkeiten vor. Zum Beispiel, wenn wir Medikamente nehmen. Wenn du jetzt Wahrscheinlichkeit und Zufall besser verstehen möchtest, dann empfehle ich dir meine hier verlinkte Playlist genau zu diesem Thema.